Ja, einen wunderschönen guten Abend, alle hier zusammen im Zoom, liebe Partner, liebe Kunden, liebe Gäste, liebe Interessenten, liebe Partner, die auch nicht direkt aus meinem Team kommen, aber trotzdem hier dabei sind. Auch die Partner aus Bulgarien. Ich weiß, parallel wird ja translated, das heißt, eine Partnerin wird simultan übersetzen. Auch da sind einige in einem anderen Zoom drin und werden dann dir, lieber Alex, zu hören. Genau, also ich denke mal, ja, ich bin echt begeistert, dass doch so viele der Einladung gefolgt sind. Kurz vielleicht zu meiner Person, für diejenigen, die jetzt mich nicht kennen. Mein Name ist Helena Löwenstein, bin auch, so wie die meisten von Ihnen, Vertriebspartnerin von Fairway und Silberpräsidentin von Fairway und werde einfach mal kurz einleitende Wörter sagen. Und ansonsten natürlich übergebe ich nach unserem Gastredner. Ja, ich denke mal, heute Abend ist es so wie auch sonst bei solchen Webinaren natürlich ein bunter Blumenstrauß von vielen, vielen verschiedenen Menschen. Ich denke mal, wir haben hier einige Kunden dabei, die vielleicht ja einmal das Produkt probiert haben oder einfach mal getestet haben und einfach jetzt heute sehnsüchtig auf diese Informationen warten. Dann denke ich mal, ich sehe ein paar, haben wir mit Sicherheit auch ein paar Fachkräfte unter Ihnen oder unter uns, ein paar Fachleute wie Heilpraktiker, Physiotherapeuten, hoffentlich auch Kosmetiker, die natürlich auch ja, die Multiplikatoren schlechthin sind, die wir brauchen, die wir benötigen, die absolut das tolle Produkt in die weite Welt posaunen und die mit Sicherheit auch ihre Informationen benötigen. Und ich denke mal, die breite Masse sind natürlich unsere Partner, die natürlich auch sehr gespannt sind, was natürlich Herr Schmidt uns einfach zu der jetzigen besonderen Situation sagen kann in Verbindung mit unserem Produkt. Und das ist jetzt halt meine Wenigkeit, aber vor allem die Aufgabe von Herrn Schmidt, so diesen Spagat irgendwie zu bewerkstelligen. Aber ich glaube, das kriegen wir hin, dass jeder auf seine natürlich Informationen oder seine Informationen bekommt. Wenn es nicht so ist und wenn Sie noch Fragen haben sollten, dann natürlich bitte, bitte am Schluss, nicht während des Webinars, weil sonst wird es schwierig. Der Herr Schmidt hat sich bereit erklärt, dass er natürlich nach dem Webinar sich die Zeit nimmt und einfach so die wichtigsten Fragen beantworten wird. Aber ich hoffe sehr, dass die meisten Fragen im Laufe des Webinars sich irgendwo auch erledigen. Und ich werde am Schluss auch nochmal ein paar Wörter verlieren zur Bestellmöglichkeit von diesem Produkt. Ich denke mal, wie sind wir dazu gekommen? Ich meine, ja, diese jetzige besondere Situation hat uns bewegt, ja, den Herrn Schmidt noch einmal zu bitten, zu uns zu sprechen, weil es ist einfach ein Megaprodukt. Es ist wirklich eine Chance, einfach mal diesem Coronavirus entgegenzuwirken, sich irgendwo zu schützen. Es gibt einfach diese tolle Möglichkeit. Millionen Menschen da draußen suchen nach ihr. Die einen gucken, ob sie eine Impfung bekommen. Die anderen versuchen sonst noch was zu machen. Wir haben ein Megaprodukt, was wirklich funktioniert. Und das war so unser Anliegen, zu sagen, Mensch, komm, vielleicht klappt es ja. Und vielleicht nimmt er sich nochmal die Zeit und spricht zu uns. Ich weiß, er ist sehr, sehr, sehr beschäftigt. Er ist ja nicht nur Physiotherapeut, er ist ja nicht nur Osteopath. Er hat noch eine eigene Praxis laufen. Und die läuft, glaube ich, sogar jetzt in dieser Zeit noch weiter. Und vor allem, er ist Mitentwickler von DGX und das ist natürlich das Besondere an dieser Geschichte. Und ja, er hat einfach sofort zugesagt und hat gesagt, das ist so das Geschenk an uns in dieser Corona-Zeit. Und der wird da wirklich jetzt ausführlich drüber reden. Und deshalb am besten Konzentration, sage ich einfach mal. Hört einfach zu, schreibt weniger. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte am Schluss. Und ich bin, wie gesagt, überglücklich und mega dankbar jetzt schon, Alex, dass du wirklich dich bereit erklärt hast. Und ich würde sagen, ich übergebe dir das Wort. Ich denke mal so, die meisten sind jetzt hier im Zoom drin. Ich hoffe, die Technik wird uns nicht verlassen. Aber ja, danke, wie gesagt, im Voraus und viel Spaß, meine Lieben. Ja, perfekt. So. Auch von meiner Seite nochmal an diesem schönen Frühlingsabend ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass so viele zugeschaltet haben bei diesem schönen Wetter, rein von der Terrasse. Aber ich denke, dieses Thema, die SARS-CoV-2-Pandemie, die bewegt uns wirklich alle. Und ich hoffe, ich kann euch heute mit DTX vielleicht als dem Problemlöser und zur Stärkung unseres Immunsystems einiges erzählen. Ich freue mich sehr
und es war natürlich klar, dass wir in dieser Zeit auch sehr gerne ein Webinar abhalten. Mein Name ist Alex Schmid. Wie gesagt, ich bin Osteopath und Heilpraktiker, habe eine Praxis im Bayerischen Wald und ich freue mich, dass wir uns heute ganz ausführlich über das Thema Coronavirus unterhalten und was Sie auch selbst für Ihr Immunsystem machen können, insbesondere mit DTX als Basis und Grundstein von der ganzen Immunstärkung. Und natürlich herzlichen Dank an Frau Löwenstein für die Organisation, dass wir den, Ihren Zoom-Raum nutzen dürfen. Und wie gesagt, uns als DTX-Team war es sehr, sehr wichtig, dass wir, wie gesagt, in dieser heutigen Zeit ein Webinar abhalten können, um Sie zum Thema Corona zu informieren, Ihnen zu zeigen, wie man unser Immunsystem selbst stärken kann und so dadurch stabilisieren können. Denn ein gut funktionierendes Immunsystem und geschlossene Barrieren, die sind aber nur geschlossen, wenn wir optimale pH-Werte haben in allen Schleimhautbereichen. Und wenn die Barrieren geschlossen sind, dann haben wir ein gut funktionierendes Immunsystem. Und diese Barrieren sind natürlich zum großen Teil im Darm. 80% unseres Immunsystems sind im Darm. Aber wir reden auch von den Augen, der Nase, den Ohren, der Haut, den Lungen, die natürlich auch in diesem Fall jetzt beim Coronavirus sehr stark betroffen sind. Das ist eigentlich immer der Hauptort der Infektion, zumindest vom Beginn der Infektion, wo dann die Coronaviren sich einnisten und von dort aus die Infektion streuen und auch natürlich in den Genitalschleimhäuten. Und meistens beginnt es ja im Darm und da die ganzen Schleimhautbereiche im Körper miteinander vernetzt sind, werden auch Veränderungen im Darmmilieu einfach auf die anderen Bereiche sich auswirken, auf die bakterielle Zusammensetzung oder Besiedelung der Lunge zum Beispiel, der Haut, auch des Nasenrachen-Mundsbereich. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ich freue mich. Ich hoffe, ich bringe euch die wichtigsten Informationen, die ihr wollt. Zum Schluss könnt ihr gerne noch die wichtigsten Sachen fragen, aber bitte nicht, wenn es wirklich sein muss, so ein bisschen Basic-Sachen, aber gerne auch ein bisschen in die Tiefe, wenn ihr wollt. Ich möchte zu Beginn eins ganz kurz klarstellen, und zwar war beim letzten Nutrition-Webinar mit dem Professor Braumann, da gab es die Aussage, dass DTX sehr gut bei Bakterien wirkt, aber nicht bei Viren. Und das ist eindeutig und auch belegt falsch. Und das möchte ich hier klarstellen, weil mit DTX konnten wir natürlich einen der hartnäckigsten Viren, den Norovirus, innerhalb der ersten 60 Sekunden zu 99,99% abbauen. Und die Noroviren sind unbehüllte Viren und die sind dadurch viel härter oder schwieriger zu zerstören wie ein behüllter Virus. Und der Coronavirus ist ein behüllter und sollte dadurch einfacher als die Noroviren abzubauen sein, wobei momentan eine Testung nicht möglich ist, weil das aktuell in staatlicher Hand liegt. Ja, dann steigen wir ein in das Thema Coronavirus, in den SARS-CoV-2. Und nicht, dass Sie glauben, das ist der Keim, der die Krankheit Covid-19 auslöst. Mittlerweile wissen wir haben 9 verschiedene Arten vom Coronavirus. 6 davon sind ansteckend und wir unterteilen sie einfach in schwachpathogene und hochpathogene Viren. Die Schwachen machen eigentlich nur relativ harmlose Symptome wie eine Art Erkältung, sind eher harmlos. Und dann haben wir natürlich 2 sehr hochpathogene Coronaviren, einmal den SARS-Coronavirus abgekürzt, SARS, schweres akutes respiratorisches Syndrom, heißt schon, respiratorisch, das ist das Atmungssystem auch der Lunge. Und dann gibt es den MERS-Coronavirus. Das ist das respiratorische Syndrom im Nahen Osten. Ja, was haben wir dann für Problemchen dabei? Oder für Gemeinsamkeiten oder für Unterschiedlichkeiten? Gemeinsamkeiten, beide lösen zu Beginn Atemwegs. Beide lösen zu Beginn eine Atemwegserkrankung aus.
Der große Unterschied ist, dass Corona zu einer Überreaktion von unserem Immunsystem führt und mehrere Organe schädigen kann. Und ganz problematisch ist natürlich die extrem lange Inkubationszeit. Da ist man sich noch nicht ganz eins, also zwischen 14 Tagen, und die Chinesen sprechen mittlerweile von bis zu 24 Tagen. Das heißt, die Leute bewegen sich 2 bis 3,5 Wochen ohne Symptome, fühlen sich gut und verbreiten dann den Virus in alle Richtungen. Ja, der Virus, die schwere Verlaufsform des Virus ist absolut keine Ausnahme und er beginnt, wie ich es vorher schon gesagt habe, eigentlich zumeist in der Lunge. Ist eine Tröpfcheninfektion, das heißt, ein Mensch hustet oder niest und verteilt so kleine Tröpfchen in seiner Umgebung und dann können sich andere natürlich daran anstecken und infizieren. Und sie dürfen nicht glauben, die 1,5 Meter, die aktuell propagiert werden, dass die reichen, ja, das ist schön, aber es hilft nichts. Denn beim Husten und Niesen, die Partikel bewegen sich bis zu 12 Meter. Und Sie werden es nachher hören, nochmal hören, die Partikel sind bis zu 3 Stunden lang in der Luft nachweisbar. Und auch an bestimmten Materialien. Ich komme später nochmal drauf. Ja, welche Symptome zeigen die Infizierten? Ja, grippeähnliche Symptome wie Fieber, Husten. Mittlerweile weiß man auch, dass sehr oft das Erstsymptom ein Halsschmerzen oder ein Halsschmerz ist. Und der entwickelt sich dann weiter zu einer Lungenentzündung, wo dann die Menschen an einer künstlichen Beatmung hängen und eventuell daran versterben. Wie gesagt, da muss man auch wieder sagen, die 1,5 Meter der Abstand zu dem, was eigentlich beim Husten, Niesen atemphysiologisch passiert, ja, haben die 1,5 Meter eigentlich nicht der große Schutz. Ja, wie verläuft der Coronavirus? Er verläuft in 3 Phasen. Nicht natürlich bei allen Menschen in 3 Phasen. Die einfacheren Phasen heilen eher aus. Und die erste Phase beginnt mit der Vermehrung in der Lunge. Der dringt in die Lunge ein und vermehrt sich dort. In der zweiten Phase kommt es zu einer überschießenden starken Immunreaktion. Und in der dritten Phase kommt es zur Zerstörung des Lungengewebes, wo dann teilweise Löcher binnenwabenartig in der Lunge entstehen. Wie gesagt, nur bei schwerem Verlauf haben wir alle 3 Phasen zusammen. Wie lange ist der SARS-CoV-2 lebensfähig? Ich habe schon gesagt, auf Kunststoffen bis zu 3 Tagen, auf Edelstahl 2 Tage, auf Pappe 24 Stunden, auf Kupfer 4 Stunden. Und das, was auch sehr problematisch ist bei mir in der Praxis, oder die Leute haben immer Angst, okay, wenn jemand hustet oder niest, ja, ist oft nicht mal, natürlich ist es problematisch, aber es ist auch ein Problem, wenn zuvor in der Kabine jemand gehustet hat und die Partikel haben, wie gesagt, 3 Stunden lang in der Luft oder haften an Materialien, an Edelstahl, an Kunststoffen und die gelangen hin und verteilen es danach durch einen Griff ins Gesicht in ihren Schleimhäuten. Ja, jetzt gehen wir kurz in die erste Phase, keine Angst, es wird nicht zu intensiv. Auf der linken Seite sehen Sie ein kleines Bild von der Lunge und die Lunge hat einmal Becherzellen, das sind die grünen, die sondern einfach Schleim ab. Und wir haben kleine Härchen, das sind die grauen obendrauf, das sind so kleine Flimmerhärchen. Und das ist eigentlich nichts anderes wie eine Art Selbstreinigungsprozess. Und die Becherzellen sind dafür da, einfach durch den Schleim, den wo sie produzieren, uns vor Krankheitserregern zu schützen und die Lunge, dass die Lunge nicht austrocknen kann. Und die Flimmerhärchen haben dafür da, dass Pollen, Viren und Fremdstoffe aus der Lunge wieder abtransportieren. Und das Problem jetzt beim Coronavirus ist, dass in den ersten Tagen der Infektion, dass der Coronavirus schnell in diese Zellen, in die Epithelzellen der Lunge vordringen und dann die kleinen Flimmerhärchen abtötet. Und dadurch haben die keine Funktion mehr. Die hängen dann eigentlich leblos umher. Und der natürliche Schutz, die mukozilielle Clearance, die Selbstreinigung, funktioniert nicht mehr. Und so kann es in der Lunge zu Flüssigkeitsansammlungen und zu einer Anhäufung von Fremdstoffen kommen. Das ist die Phase 1 vom Corona. In der Phase 2 ist dann die starke überschießende Immunreaktion
das große Thema. Die Lunge wird mit Immunzellen überschwemmt, weil natürlich der Virus soll vernichtet werden und das Gewebe soll repariert werden. Läuft die Reaktion bei einem immunstarken Menschen gut ab, ja, wird die Infektion natürlich eingedämmt. Haben wir aber jetzt immunschwache Menschen, Menschen mit Vorbelastungen, und da zähle ich auch Menschen dazu, die wo 4, 5, 6 Mal Antibiotika während eines Jahres bekommen. Weil was passiert bei den Menschen? Die kriegen eine Veränderung des Darmimmunsystems. Das heißt, die guten Darmbakterien werden immer weniger und die uns eher krank machenden Bakterien, die werden immer mehr und nehmen Überhand. Und wenn wir solche Menschen mit einer Infektion von Corona erwischen, dann wird jetzt in dieser Phase nicht nur der Virus vernichtet, sondern auch gesundes Gewebe. Und diese überschießende Immunreaktion verursacht also noch mehr und noch mehr Schaden an der Lunge selbst. Und das abgestorbene, die tote Zellmaterie verstopft dann das Lungengewebe immer mehr und die Lungenentzündung, die schon da war, verschlimmert sich immer mehr. In der dritten Phase schreitet es natürlich immer weiter fort. In dieser Phase, wenn die Menschen sind, dann bleiben eigentlich immer auch nach Abklingen der Infektion dauerhafte Schädigungen. Und ich habe es vorher schon erwähnt, in dieser Phase frisst der Coronavirus Art honigwarmähnliche Löcher, Corona-Löcher in die Lungenflügel. Und in Folge entstehen dort Narben an den Löchern. Und das ist eigentlich nichts anderes wie eine Art Schutz. Aber das führt dazu, dass die Lunge immer mehr versteift. In dieser Phase werden eigentlich die Menschen immer wieder künstlich beatmet und die Membranen an den kleinen Lungenbläschen und den Blutgefäßen werden immer durchlässiger und das führt dazu, dass sich die Lungen immer mehr mit Flüssigkeit füllen. Und die Folgen sind dann, dass einfach die Sauerstoffaufnahme behindert ist, die Sauerstoffsättigung sinkt. Ohne künstliche Beatmung wird der Patient nicht mehr überleben, weil er ersticken würde durch das immer mehr an Flüssigkeit in der Lunge. Aber in dem immer mehr Flüssigkeit in der Lunge, in dem Milieu, können sich die Viren noch immer mehr ausbreiten. Und für die schwer erkrankten Patienten mit Covid-19 ist es einfach eindeutig Lebensgefahr. Lungenversagen droht, multiples Organversagen oder versterben dann in einen septischen Schock. Ja, wie Sie jetzt da sehen in den drei Phasen. Die erste ist noch relativ harmlos, aber wenn die Phase 2 und 3 jemanden erwischt oder die Erkrankung oder die Phase 1 fortschreitet, dann ist das wirklich kein Spaß und wir dürfen das einfach nicht als harmlos beiseite schieben, sondern wir müssen da wirklich schon Beachtung schenken. Natürlich haben jetzt einmal die Phase 3, das sind Extremfälle. Bei Menschen, die ein gesundes, gutes Immunsystem haben, wird es wahrscheinlich vielleicht nur bei der Phase 1 bleiben. Wie gesagt, Vorbelastungen, Vorerkrankungen, sehr oftmalige Einnahme von Antibiotika führt natürlich dazu, dass Menschen eine höhere Anfälligkeit gegenüber den SARS-CoV-2 haben. Bei Kindern und Jugendlichen hat es zum Glück meistens einen sehr leichten Verlauf, wobei mittlerweile auch schon Fälle natürlich auch publik wurden bei Kindern und Jugendlichen. Aber wie auch die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, sagt, haben vor allem Menschen natürlich über 60 Jahren betroffen. Zu den Ursachen kann ich euch eigentlich relativ wenig sagen oder ich könnte viel sagen, aber es sind viele Hypothesen und leider noch nichts Stichhaltiges. Und damit wollte ich eigentlich euch jetzt nicht belasten, sondern wir werden dann auch später mehr einfach auf die Lösung von dem Ganzen oder die Stärkung des Immunsystems übergehen. Ja, eins der größten Probleme, habe ich vorher kurz angesprochen, ist die sehr lange Inkubationszeit vom SARS-CoV-2. Wie gesagt, zwischen 14 und 24 Tage. Die Menschen sind beschwerdefrei, sie bewegen sich frei. Natürlich haben wir jetzt fast überall die Ausgangssperren. Das war der erste Schritt, um einfach die extreme Streuwirkung zu verhindern, dass sich eigentlich schon infizierte Menschen einfach frei bewegen,
symptomlos sind und sich dadurch frei bewegen und dann einfach die Mitmenschen anstecken. Der Coronavirus ist eigentlich immer sehr, sehr getarnt und unter dem Radar unterwegs und verbreitet sich natürlich jetzt, wie wir es auch überall in allen Ländern sehen, explosionsartig. Noch ein kleiner Unterschied. Was ist jetzt der Unterschied zwischen der echten Grippe, also der Influenza und einem Coronavirus? Allein schon ein großer Unterschied bei der Inkubationszeit. Vom Corona haben wir zwischen 14 und 24 Tagen und bei der Influenza 1 bis 2 Tage. Das heißt, in dieser Zeit haben die Menschen, die wo infiziert sind, in der Lage, andere Menschen zu infizieren. Und natürlich großer Unterschied, sind es 2 Tage oder sind es über 20 Tage. Dann werden viele sagen, ja, bei der Influenza gibt es natürlich auch einen asymptomatischen Verlauf. Asymptomatisch bedeutet, die Leute zeigen keine Symptome. Ja, aber wir haben, wie gesagt, eine viel kürzere Zeit. Und in diesen 1 bis 2 Tagen liegen die meisten wirklich zu Hause flach und erholen sich. Und bewegen sich nicht wie beim Corona, weil sie symptomlos sind und treffen mit Menschen. Wie gesagt, die große Gefahr ist die extreme Streuwirkung. Und Tests haben mittlerweile auch gezeigt, dass Patienten sogar während der Ausheilungsphase und bei klinischer Besserung wieder vorübergehend infektiös sein können. Ja? Und es gibt mittlerweile auch Berichte, dass es aus China und aus Italien einfach auch Sekundärinfektionen mittlerweile gibt. Ja, welche sind betroffen hauptsächlich? Natürlich, wie ich vorher schon gesagt habe, die Älteren, die mit Vorbelastungen. 80% haben einen relativ milden, moderaten Krankheitsverlauf. Ja, so knapp 15% eine schwere Erkrankung und ja, knapp 6% kritisch. Und die Todesrate bei uns in Deutschland liegt bei ungefähr 0,3%. Ja. Und ja, jetzt werden Sie bestimmt sagen, ja, jetzt wissen wir einiges über den Coronavirus, aber was wird jetzt in dieser schlimmen Corona-Zeit für uns Menschen eigentlich immer wichtiger? Und warum ist vielleicht interessant, DTX Drink und auch DTX Skin einfach ganz regelmäßig einzusetzen und zu trinken oder zu sprühen? Ja, weil das menschliche Mikrobiom ja eigentlich ein sehr unterschätzter Bereich ist. Das menschliche Mikrobiom, da zählen wir ja nicht nur den Darm dazu, ich habe vorher schon gesagt, da gehören die Lungen dazu. Da gehört die Haut dazu, da gehört der Nasen-, Rachen-, Mundbereich dazu. Da gehören die Schleimhäute im Augenbereich, die Ohren. Aber auch im Bereich der Blase haben wir eine bestimmte Keimbesiedelung. Im Bereich der Unterleibsorgane der Frau haben wir eine bestimmte bakterielle Zusammensetzung. Das Milieu muss passen. Und durch zum Beispiel zu viel Antibiotika verändern sie dich. Aber nicht nur das, wie auch schon bei den Präsentationen oder Webinaren bei DTX Drink, aber immer erzählt habe, alle Faktoren, die den Körper übersäuern und so den pH-Bereich verändern, können auf Dauer eine Veränderung unserer bakteriellen Zusammensetzung des Mikrobioms entstehen lassen. Ein paar Fakten zu unserem Mikrobiom. Wir haben 100 Billionen Mikroben in unserem Mikrobiom. Also mehr Mikroben als Sterne in der Milchstraße. 95% des Mikrobioms befindet sich im Magen-Darm-Trakt. Und die Anzahl der Gene ist 150 mal größer als die Gene unseres Genoms. Ja? Und 1,3 mal mehr Mikroben als menschliche Zellen besitzt der Mensch. Und mehr als 10.000 verschiedene Arten an verschiedenen Keimen. Und die Keime sind bis zu 2 Kilo schwer, das kann man sich eigentlich fast nicht vorstellen, aber in der Größe der Schleimhautbereiche kann es bis zu 2 Kilo betragen. Ja, das ist eigentlich das Allerwichtigste und jeder Mensch hat eigentlich so einen einzigartigen Mikrobiomen-Fingerabdruck, den der einzelne Mensch hat und den, wo er braucht und Geräte aus dem Fugen, so kriegen wir mit der Zeit Probleme. Hier haben wir nochmal das Mikrobiom aufgeschlüsselt. Wie gesagt, wir haben viele im nasalen Bereich, also im Nasen-, Rachen-, Mundbereich, im Mund, an der Haut, im Magen-Darm-Trakt, im Bereich der Blase, vaginal, in den Lungen. Und diese Schleimhautbereiche, die müssen
die harmonieren oder spielen tagtäglich jede Sekunde des Tages miteinander zusammen. Und durch Faktoren wie Ernährung, psychische Faktoren, elektromagnetische Störfelder, den schon oft beschriebenen falschen Einsatz von Antibiotika, Impfungen und auch hygienische Faktoren, kommt unser Mikrobiom durcheinander. Es kommt zu Keimverschiebungen, das heißt Dysbiose. Die schlechten werden immer mehr, die guten werden immer weniger. Und dadurch wird nicht nur der Darm, sondern alle Mikrobiome verändert und beeinflusst. Und dadurch entsteht ein großes Problem, gerade wenn dann eine Infektion wie zum Beispiel der Corona auf uns Menschen trifft. Ja, denn normalerweise ist der Coronavirus oder der Influenza-Virus nicht tödlich. Ja, jetzt werden Sie fragen, ja, aber es sterben ja so viele. Ich sage immer gerne, die sterben nicht am, sondern die sterben mit dem Corona, weil es, wie gesagt, einfach so viele verschiedene Faktoren an Belastungen haben. Dann setzt sich der Corona oder auch letztes Jahr mal riesengroße Influenza Infektionswelle gehabt bei uns. Da hat fast niemand drüber gesprochen. Aber es hat sehr, sehr viele Altenheime fast komplett flachgelegt. Wenn wir jetzt normalerweise ein Coronavirus oder ein Influenza-Virus auf uns trifft, die Schleimhautbarriere durchdringt, dann entsteht Fieber. Und wenn unser Mikrobiom gut ist, dann haben wir dort in der Nase ein Bakterium, den Streptococcus pneumoniae, und der schützt uns. Der hemmt, wenn der in einer genügenden Zahl da ist, der hemmt die Vermehrung und Freisetzung von dem viel gefährlicheren, bösartigen Erreger Staphylococcus aureus. Und den haben wir mit Sicherheit schon bei vielen Vorträgen mit DTX Drink gehabt. Der Staphylococcus ist multiresistent. Und den haben wir auch mit DTX Drink geschafft abzubauen innerhalb einer Minute zu 99,99%. Aber dazu nachher noch mehr. Und wenn der Streptococcus in einer reduzierten Zahl da ist, dann kann sich der Böse immer mehr vermehren. Und das trotz dem, dass in China so viele Impfstoffe verabreicht werden, wie fast in keinem anderen Land. Und sie haben immer noch keinen optimalen Schutz. Und obwohl in China auch so viele, und eben nur in China, so viele Antibiotika verabreicht werden, ist die Ausbreitung riesig und unkontrolliert. Und genau das ist das Problem, die kombinierte Strategie aus Impfstoffen mit gefährlichen Inhaltsstoffen, eher den Füllstoffen, und die Masse an Antibiotika führt dazu, dass der Streptococcus pneumoniae im Nasenraum völlig eliminiert wird und wir dadurch keinen Schutz mehr haben, das Bakterium der Staphylococcus aureus sich übermäßig vermehrt, und jetzt trifft der Coronavirus auf uns und dann erkrankt der Mensch an einer Lungenentzündung. Und deshalb ist es aus meiner Sicht absolut essentiell, dass wir unser Mikrobiom schützen, dass wir täglich 2 bis 3 Mal DTX Drink nehmen, weil genau Drink genau dort ansetzt. Wir korrigieren alle pH-Werte aller Schleimhautbereiche im Darm, im Magen, in der Blase, in der Lunge, an der Haut, im Nasenrachen-Mundbereich und so weiter. Und das ist essentiell, um wieder eine physiologische Besiedelung der Bakterien, die dort sein sollen, zu bekommen. Wir müssen viele verschiedene Pflanzen, da gehören Gemüse- und Obstsorten dazu, und mehr als 30 pro Woche. Nicht immer das Gleiche. Warum? Weil man weiß, dass wenn man so viele verschiedene Pflanzen pro Woche isst, einfach eine massive, unterschiedliche Keimzahl im Darm physiologisch entsteht, im Verhältnis zu jemandem, der wo vielleicht nur 10 verschiedene Pflanzen, also Obst- und Gemüsesorten, konsumiert. Und diese 2 Sachen halten schon unsere Gesundheit aufrecht. Machen Sie jetzt gerade bei dem superschönen Wetter, am Wochenende Waldspaziergänge,
Viele haben Homeoffice, da kann man schon unter der Zeit auch gehen. Trainieren Sie, schlafen Sie genug und wenn wir nochmal beim Essen sind, essen Sie Algen und Fisch. Ja, in Algen und Fisch sind auch sehr viele entzündungshemmende antivirale Stoffe enthalten. Das ist jetzt nur mal eine kurze Zusammenfassung, das überhüpfen wir kurz. Wer diese Folien haben will, gebe ich natürlich gern der Frau Löwenstein weiter. Ja, was haben wir noch vielleicht für Belastungen, warum sich Viren gerne vermehren oder auch bei Menschen, die zum Beispiel in einer Dunstpopulation, in einer Stickstoffdioxidpopulation, wie es zum Beispiel in China oder in Italien ist, leben die Leute. Die haben einfach vorbelastete Lungen. Und dann kommt ein Corona, setzt sich drauf und die haben einfach keine große Abwehrwelle mehr. Italien kann man eigentlich von der Stickstoffdioxidbelastung eigentlich als das kleine China in Europa bezeichnen. Und die Viren, die Vermehrung von Viren gehört zur Dunst- oder zur Smogpopulation. Und deshalb ist es aus meiner Sicht kein Zufall, warum das der Coronavirus in China begonnen hat. Ja, und wie gesagt, die Folge ist, dass die Menschen, die dort leben, einfach schon extrem vorbelastete Lungen haben. Und der Start des Coronas, die Infektion, startet in der Phase 1, wie ich vorher gesagt habe, die Vermehrung startet in den Lungen. Und wenn die schon geschwächt sind, dann haben natürlich die Keime eine ganz andere Macht in diesem Bereich. Ja? Jetzt habe ich euch noch kleine Bilder mitgebracht von der Luftverschmutzung in China zu Beginn, Anfang Januar und dann nach dem Lockdown in China bis zu 30% weniger Stickoxide in der Luft. Dann auf der rechten Seite haben wir noch Bilder von 2019 im Verhältnis zu 2020. Hier sehen wir die Luftverschmutzung oder die Belastung der Luft in Italien, gerade oben in der Lombardei, wo die ganze Industrie ist. Vor dem vollständigen und partiellen Lockdown und danach. Eine deutliche Reduktion auch hier in Italien. Nochmal eine andere Grafik mit der Stickstoffbelastung in Italien. Und hier haben wir noch eine kleine Grafik der Stickstoffdioxidbelastung in Europa. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen in der Mitte der Karte sind, da sehen wir Deutschland. Und hier haben wir auch rechts unten im Bereich von Bayern eine größere Belastung und natürlich im Bereich Nordrhein-Westfalen eine größere Belastung. Und wir sehen nochmal Italien und auch Teile in Spanien. Ja, und jetzt wirf ich nur einfach eine kleine provokante Anmerkung. Ins Spiel. Hat 5G eine Wirkung auf unser Immunsystem, das wissen wir natürlich, und hat es auch eine Wirkung auf die RNA von Viren. Auf der linken Seite seht ihr eine kleine Skizze, eine Grafik, wo man sieht, wo sind die Fälle von Corona und wo ist überall schon 5G. Und wenn wir jetzt nochmal kurz auf die rechte Karte sehen, hier sehen wir die Karte mit 5G in Italien. Ist das jetzt alles Zufall? Aber Gedanken machen darf man sich ja. Also meiner Meinung nach hat das einen gravierenden Einfluss. Ja. Meiner Meinung nach das Hauptproblem bei vielen Menschen ist, dass wir einfach ein nicht gut funktionierendes Mikrobiom haben, gerade im Darm. Wir sind übersäuert. Wir sind belastet durch Säuren, durch zu viele Medikamente und dadurch kommt es zu Verschiebungen. Der pH-Wert verändert sich und das ist eigentlich der allererste Faktor, den wir korrigieren müssen. Und aus meiner Sicht ist da DTX das genau goldrichtige Präparat hierfür, weil wir mit DTX Drink
eine nachgewiesene antibakterielle und antivirale Wirkung haben und einen ganz natürlichen Schutz auch vor Übersäuerung aufbauen, damit wir keine dauerhaften Verschiebungen mehr der Keime im Darm haben. Und ihr seht hier schon auf der rechten Seite das Zertifikat. Das sind einfach die 12 gefährlichsten Keime, die DTX Drink abgebaut hat, und zwar innerhalb der ersten Minuten zu 99,99%. Und da gehen später noch näher drauf ein. Und zwar, wie gesagt, DTX gibt es seit 2018 und meiner Meinung nach ist das die wahre Lösung auch für das Problem nicht bloß der multiresistenten Infektionen, sondern auch jeglicher Infektionen, weil wir einfach einen natürlichen Schutzaufbau aller Schleimhäute im menschlichen Körper, ist wie eine Art natürliches Antibiotikum mit strukturiertem hexagonalem Wasser und Salzen. Und wir haben ein einzigartiges Wirkprinzip, und zwar zu 100% aus Natur. Wir nutzen Quell- und Gletscherwasser, unraffinierte Salze, und dadurch entsteht halt das Produkt, im Produkt die hexagonale Struktur, und dadurch kann der Körper wunderbar entsäuern, entgiften, und dadurch kann er auch Zellen wieder erneuern. Und das ist die Liste der WHO mit den 12 gefährlichsten Killerkeimen, eingeteilt in kritisch, hoch und mittel. Und genau das war eigentlich auch in der Entwicklung von DTX Drink ein Hauptbestandteil. Wir wollten unbedingt schaffen, diese 12 Keime mit DTX Drink ganz natürlich mit Wasser und Salz abzubauen. Und wie ihr bereits wisst, haben wir das geschafft, dass wir diese 12 Keime zu 99,99% abbauen und, wie ich zu Beginn schon gesagt habe, auch die Noroviren, ein unbehüllter Virus, zu 99,99% auch innerhalb der ersten 60 Sekunden. Ja, und hier habe ich ein kleines Bild mitgebracht von der Zelle. Und nicht wundern, wer schon ein paar Webinare von mir gesehen hat, es schaut jedes Mal ein bisschen anders aus, weil es sonst mir selbst immer ein bisschen zu langweilig wird. Hier haben wir eine Zelle. Die Zelle ist das gestrichelt, wird die rot gestrichelte Linie ist die Zellmembran. Wie gesagt, die Wabenstruktur in der Zelle ist das hexagonale Wasser in der Zelle. Und außenrum haben wir noch eine kleine Zone. Man bezeichnet es als Exclusion Zone. Und diese Zone plus in der Zelle ist beides negativ geladen. Und dadurch können die plusgeladenen Minerale außerhalb der Zellen in die Zelle gelangen und dadurch die Zelle optimal versorgen. Wir haben einen optimalen Zellstoffwechsel, der Mensch ist gesund. Wenn aber zum Beispiel Faktoren dazukommen, wie die Ernährung, zu viel tierische Eiweiße, zu viel Süßes, Genussmittel, Alkohol, Nikotin, die ganzen chemischen Zusätze in den Lebensmitteln, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Aspartam, aber dann auch psychische Faktoren zum Beispiel wie Ängste, Sorgen, negative Gedanken und elektromagnetische Störfelder, dann kommt es dazu, dass sich die Zellmembran verdichtet, die Ladung in der Zelle, die vorher negativ war, positiv wird, sich die außerhalb liegende Zone ausdünnt oder verkleinert und dadurch können jetzt die Minerale nicht mehr in die Zelle, das heißt, der Zellstoffwechsel wird immer schlechter, bricht irgendwann zusammen und ist eigentlich der Beginn von Symptomen, Krankheitsbildern. Ja, jetzt nehmen die Menschen auf einmal DTX Drink ein. Was passiert? Die Zelle öffnet sich wieder. Der Stoffwechsel steigert sich. Auch die äußere Zone, die Exclusion Zone, erweitert sich wieder. Und dadurch können wir wieder die Minerale wunderbar in der Zelle aufnehmen. Dadurch kann der ganze Abfall, die ganzen Säurereste, kann die Zelle wieder verstoffwechseln, verarbeiten, den Entgiftungsorganen, die zuvor auch überlastet waren, wieder zuführen. Und genau das macht DTX. Dadurch kann man wieder
Wenn wir die ganzen Säuren, die Abfälle wegtransportieren, kommt es wieder zu einer physiologischen Besiedelung in allen Schleimhautbereichen. Die Zellen funktionieren wieder richtig. Die Aufnahme von Mineralen, aber dann auch die Funktion, wenn es weitere Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, funktioniert auf einmal. Die meisten Leute nehmen über Jahre, Jahrzehnte oft Vitamin- oder Nahrungsergänzungsmittelpräparate ein, ohne jegliche Wirkung. Und es haben schon sehr viele Menschen berichtet, erst durch die Einnahme von DTX Drink haben sie auf einmal eine Wirkung der anderen Präparate gespürt. Ja klar, weil DTX die Zelle wieder bioverfügbar, aufnahmefähig macht, den ganzen Abfall wegtransportiert. Und das ist eigentlich die Kunst von DTX Drink. Ja, jetzt möchte ich Ihnen ganz kurz einen Unterschied zeigen oder darlegen von DTX Drink und Skin. In Drink haben wir 12 verschiedene unraffinierte Salze, in Skin 8. In Skin sind die Konzentrationen der Salze etwas erhöht. Und was macht Drink? Wie gesagt, wir korrigieren die Übersäuerung. Die Zellladung wird anders, dadurch wird der Zellstoffwechsel wieder extrem gesteigert und wir bauen dadurch, dass der pH sich einpendelt und wieder physiologisch wird, so wie er soll, bauen wir Bakterien, Viren, Pilze, auch freie Radikale, Schwermetalle ab. Und dadurch werden Entzündungsprozesse abgebaut. Skin, wie gesagt, hat 8 unraffinierte Salze, höher konzentriert und auch wie Drink 100% natürlich, ist auch keimreduzierend, zeige ich Ihnen nachher. Aktiviert gesundes Zellwachstum, schützt uns vor äußeren Einflüssen, wenn wir die Haut benetzen und wirkt auch verjüngend auf der Haut. Und Sie können es ohne Bedenken nehmen, natürlich frei von Konservierungsstoffen, tierischen Bestandteilen, keine Emulgatoren, Cortisone, Parfüm, Duftstoffe natürlich, keine Silikone, PEGs, keine Farbstoffe, Mineralöle, ganz logisch. Und Skin reduziert nachweislich den multiresistenten Hautkeim, den Staphylococcus epidermis, und auch zu 99,99%. Ja, Skin ist für uns wie eine Art belebende, wir kriegen ein belebendes Hautgefühl. In Skin sind feinstofflich arbeitende Essenzen enthalten. Dadurch beschleunigen wir medizinische Behandlungen und Therapien und nehmen dann positiv Einfluss drauf, weil einfach die Heilprozesse viel schneller ablaufen können. Die hexagonale Struktur in Skin dockt direkt an den Hautzellen an, verbindet sich mit diesen und dadurch werden körperfremde, schädliche Mikroorganismen auf der Haut einfach inaktiviert und dadurch irritierte Hautregionen werden dadurch wieder in die Lage versetzt, abzuheilen, abzuklingen, Entzündungsprozesse abzuklingen, wie zum Beispiel bei der Schuppenflechte, bei der Neurodermitis, aber auch bei entzündeten Aknepusteln und so weiter. Wir füllen mit Skin die Hautzellen wieder mit neuem Leben und wir haben sehr viele Kunden, die berichten uns wirklich von teilweise vollständiger Regeneration, selbst bei Problemen, die schon mehrere Jahre oder auch Jahrzehnte zurückliegen. Und wir kriegen ein jugendliches, frisches Erscheinungsbild, wenn wir uns auch immer mal wieder im Gesichtsbereich mit DTX Skin benetzen. Ja, meine Empfehlung für ein starkes, funktionierendes Immunsystem: DTX Drink in dem Fall als Basis. Für alles Weitere, DTX Drink öffnet alle Zellen und bringt uns dadurch erst wieder in die Lage, andere Substanzen zu verwerten, Abfälle zu entsorgen. Schleimhautbereiche korrigieren sich, Bakterien verändern sich, die Guten nehmen zu, die Schlechten bauen sich wieder mehr ab. Und des Weiteren kann man natürlich den Faktor Ernährung mit ins Boot nehmen und sollte man auch. Wir sollten den Faktor Bewegung mit ins Boot nehmen, thermische Anwendungen und natürlich auch andere Ergänzungen, die antiviral wirken, zum Beispiel Vitamin C, Omega-3, Vitamin D3, Zink, Lactoferrin, Baobab-Pulver zum Beispiel, Olivenblattextrakt. Das sind nur ein paar, die ich hier erwähnen möchte. Aber die Basis, damit diese ganzen Ergänzungen überhaupt dort wirken können, wo sie wirken sollen, in der Zelle, für das brauchen wir DTX Drink. Das ist die Basis von allem. Ja, wenn
jetzt ein Kunde von Ihnen beginnt mit DTX Drink, wie soll er es einnehmen? Gibt es Erstsymptome? Warum ist der Geschmack so lecker? Oder für wen ist allgemein geeignet? Die Einnahme, wie immer, schon erzählt, morgens nüchtern nach dem Zähneputzen 30 Milliliter, also eine Kappe, nüchtern einnehmen, dann 15 bis 20 Minuten warten, dann dürfen Sie jederzeit frühstücken. Sollten Sie Medikamente einnehmen müssen, 15 bis 20 Minuten Pause, entweder davor oder danach einnehmen. Die Zeit der Einnahme, man sollte dem Produkt DTX Drink mindestens die 120 Tage Zeit geben. Warum? Weil genau diese Zeit, die 120 Tage, unsere roten Blutkörperchen, die unseren Sauerstoff in die Zellen transportieren, brauchen, um sich zu erneuern und zu regenerieren. Deshalb 120 Tage. Erstsymptome kann es geben, ja, aber das sind keine Nebenwirkungen, wie es so gerne von vielen beschrieben wird. Nein, Erstsymptome, wie zum Beispiel grippale Beschwerden, Kopfschmerzen, Muskelgliederschmerzen, sowas in der Art, müssen nicht sein, können sein, aber das zeigt genau, dass das Produkt die Wirkung, die wir wollen, bereits macht. Denn was macht DTX Drink? Es baut Fremdmikroorganismen ab. Und diese setzen zum Ende ihres Lebens einfach nochmal Toxine ab. Und wenn viele Fremdmikroorganismen defekt gehen und viele Toxine im menschlichen Körper auf einmal verfügbar sind, also wie eine wahre Toxinflut, dann kommen diese Erstsymptome. Wie gesagt, überhaupt kein Problem, keine Nebenwirkung, Produkt macht genau, was es soll. Warum schmeckt DTX Drink genauso lecker, wie es halt meistens bei den meisten zu Beginn schmeckt? Chlorig. Ja. Der Mix aus den Salzen führt dazu, dass bei Menschen, der Mix aus den Salzen hat ja auch freie Chloride enthalten, wie aber auch in einem normalen Mineralwasser. Also keine Chemie, ich habe schon gesagt, 100% Natur. Wenn die Menschen übersäuert sind, weil sie zu viel Kohlenhydrate essen, weil sie zu viel Zucker konsumieren, weil sie vielleicht auch sehr oft Antibiotika eingenommen haben, dann verändert sich auch schon im Speichel die bakterielle Zusammensetzung. Es sind Keime enthalten, die dort nicht hingehören. Und ich vergleiche es immer, wer schon ein paar Mal von mir den Vortrag gehört hat, würde sagen, jetzt erzählt er schon wieder seine Geschichte, aber das ist genau Fakt. Wenn jemand oder wenn eine Gemeinde ein Freibad eröffnet und das Becken zum ersten Mal einlässt mit Wasser, dann wird das erste Mal chemisch chloriert und man riecht dort, dann schmeckt man überhaupt nichts. Dann kommen die ersten Kinder und alten Menschen und spucken rein, pieseln rein, wie man bei uns in Bayern sagt, und das chemische Chlor kommt mit den Fremdmikroorganismen in Kontakt, dann wird das chemische Chlor auf einmal schmeckbar. Und genauso funktioniert DTX Drink auch. Wenn wir eine Keimverschiebung im Speichel haben, wenn der nicht mehr basisch ist, so wie er eigentlich sein sollte, dann wird DTX Drink zu Beginn chlorig schmecken. Die meisten sagen, und das ist eigentlich haben das bis jetzt eigentlich fast alle bestätigt, nach einer gewissen Einnahme, nach der Einnahme von den 120 Tagen, wenn sich das Milieu saniert, schmeckt es eigentlich nur noch wie eine leichte Sohle, eine kleine, also wäre Salzwasser. Für wen ist es geeignet? Für uns ist das ein Produkt für alle Menschen, für alle, die gesund bleiben wollen, für Sportler, die ihre Leistung steigern wollen, dopingfrei. Und für Menschen natürlich, die bereits unter Entzündungen leiden, die Krankheiten haben, die Autoimmunprozesse in ihrem Körper am Laufen haben. Kurz zu DTX Skin. Wie benutzt man das? Ganz einfach. Ein paar Sprühstöße. Einfach für ein gutes Gefühl. Aktuell in der Corona-Zeit in die Hände. Und wenn jemand Erkrankungen, Probleme an der Haut hat, soll er diese Stellen 5 bis 6 Mal am Tag benetzen und dann an der Luft trocknen lassen. Nicht verreiben, an der Luft trocknen lassen, bitte. Ja, was eine ganz wichtige Info für Sie sein wird, die wo Sie bitte auch an Ihre Kunden oder an Ihre Familie weitergeben sollen. Leute, die wo jetzt schon so leichte, die wo mit der Lunge vorbelastet sind zum Beispiel, die Immunschwächen haben, die Vorerkrankungen haben, die sollen bitte
DTX Drink inhalieren, ob es jetzt so ein Vernebelungsgerät ist oder sie nehmen einfach eine Schüssel mit einem Liter siedendem Wasser und geben dort 30 Milliliter DTX Drink rein und packen dann ein Handtuch über den Kopf und inhalieren das Ganze. Ist eine wunderbare Sache, um jetzt die Keime abzubauen. Dann nochmal zum Punkt Händedesinfektion mit Skin. Es ist gerade in der Corona-Zeit ist das jetzt ganz wichtig, um einfach ein permanent sauberes und sicheres Gefühl an die Hände zu haben. Sprühen Sie das wirklich mehrmals täglich, ein paar Sprühstoße in die Hände. Gerade wenn Sie irgendwo nicht zu Hause oder nutzen Sie es auch zu Hause, wenn Sie auf der Toilette sind, nach dem Händewaschen, wenn Sie im Supermarkt waren, was meinen Sie, was an den Griffen alles für Mikroorganismen dran sind. Wenn Sie gerade im öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs waren, nutzen Sie es. Sprühen Sie sich immer wieder DTX Skin ran. Hat eine absolut antivirale und also Fremdmikroorganismus inaktivierende Eigenschaft. Ja, was können wir allgemein noch für unsere Familie tun? Für die Familie, für die Freunde, für die Arbeitskollegen. Die Basis, habe ich schon gesagt, um die Zelle aufzumachen, um die pH-Werte zu umkehren, dass wir einfach wieder ein sauberes Mikrobiom auf Dauer erhalten. Nehmen Sie 2 bis 3 Mal pro Tag DTX Drink ein. Morgens, mittags, abends. Essen Sie mehr wie 30 Obst- und Gemüsesorten in der Woche, weil einfach das einen super ergänzenden Effekt hat in der Unterschiedlichkeit der guten Bakterien im Darm. Und wenn der Darm stabilisiert ist, stabilisieren sich die anderen Schleimhautbereiche des Körpers auch. Essen Sie täglich etwas aus dem Meer. Algen, Schalentiere, Fisch. Gerade wenn Sie jetzt zu Hause sind, wenn Sie Ihr Kind betreuen, wenn Sie Homeoffice machen, unterbrechen Sie das Sitzen für alle 30 Minuten, bewegen sich, erhöhen Sie die Herzfrequenz, schießen Sie es einmal über 100 auf 110 und das hat einen sehr, sehr guten Effekt für unser Immunsystem. Ergänzen Sie, wenn nötig, einfach mit 1 bis 2 Gramm Vitamin C pro Tag. In China haben Sie, wie Sie merkt haben, Sie können mit den altherkömmlichen Präparaten nicht die Umkehr schaffen, haben Sie mit 50 Tonnen Vitamin C Hochdosis gearbeitet. Also brauchen Sie einer mit 1 bis 2 Gramm pro Tag überhaupt nichts denken. Führen Sie täglich ein HIIT-Training durch, also ein High-Intensity-Training. Immer so eine halbe Stunde. Denn wenn wir unsere Muskeln bewegen, produziert unser Immunsystem Lactoferrin. Und Lactoferrin wirkt antiviral. Ganz einfach. Ergänzend, wenn Sie sich nicht so viel bewegen, einfach täglich mit Lactoferrin. Nutzen Sie die Methode des intermittierenden Fastens 16-8. Denn das Programm kann den Körper vor Infektionen schützen. Trinken Sie täglich heiße Flüssigkeiten, Tee, denn das Wachstum oder die Vermehrung von Viren wird bei Temperaturen von über 27 Grad unterbrochen. Die überleben das nicht. Trinken Sie Tee, trinken Sie einmal einen Kaffee, ist auch okay. Nicht zu viel, weil sonst haben wir wieder mit dem Thema Übersäuerung dabei. Nehmen Sie einmal eine heiße Dusche, eine heiße Wanne. Nehmen Sie aber auch, wenn Sie überwinden könnten, 2 Mal in der Woche extrem kalte Bäder. Denn das ist ein extremer positiver Trigger, um bessere Immunantworten zu provozieren. Essen Sie kein rotes Fleisch, besonders kein Schwein, allgemein kein Säugetierfleisch. Denn dort sind bestimmte Zucker enthalten, die pathogene Bakterien helfen sich zu vermehren und die arbeiten mit den Viren zusammen, zum Beispiel mit Corona. Und dadurch entstehen Superinfektionen, die wenn es bis in die Phase 3 kommen, einfach oft tödlich enden. Essen Sie gerne Hühnchen, anderes Geflügel. Natürlich schauen Sie, wo Sie das herbekommen. Essen Sie Eier. Ja. Uns wird nicht langweilig zu Hause, wenn wir uns bewegen. Ändern wir unsere Gedanken, unsere Einstellung, denn Stress macht uns anfällig für Infektionen. Lacht oder lachen wir, spielen wir mit unseren Kindern, nutzen wir die Zeit, die wir jetzt alle haben, denken wir positiv, dann schaffen wir gemeinsam auch diese Corona-Krise
Denn mit DTX Drink und DTX Skin haben wir die perfekten antibakteriell und antiviral wirkenden Begleiter an unserer Seite. Danke für eure Aufmerksamkeit. Gebt das Wissen, wo wir heute gemacht haben, weiter. Bleibt alle gesund, bleibt ihr gesund, bleibt, schaut, dass eure Familie gesund bleibt. Gebt es weiter. Ich wünsche euch alles Gute. Für Fragen bin ich natürlich jederzeit noch zur Verfügung. Danke. Super, Alex. Ja, erstmal vielen, vielen Dank. Hammer Vortrag. Also selbst ich als alter Hase habe heute wieder was gelernt. Also Hammer. Ich bin einfach nur sprachlos und begeistert und dankbar zugleich, dass wir dieses Megaprodukt haben. Ich hoffe sehr, dass jeder hier in diesem Zoom-Raum genauso denkt wie ich. Und klar, positive Gedanken natürlich ganz, ganz wichtig. Du hast vollkommen recht. Ja, erstmal natürlich Prost. Ich muss es einfach jetzt mal reintun. Und ich kann deine Aussage bestätigen. Ich trinke das seit 2 Jahren. Und es schmeckt wirklich wie so leicht wie eine Sohle, aber total, als eine wie Wasser. Also dieser komische, chlorige Geschmack ist tatsächlich schon seit Jahren weg. Also wirklich mega. Ja, ganz kurz, ich muss nur kurz mal schauen, dass du dein Bildschirm wieder freigibst, wenn das möglich wäre. Da muss einfach nur stoppen. Dann würde ich ganz kurz nur 1, 2 Folien zeigen, bevor wir dann in die Fragestunde gehen oder zur Fragerunde. Super, vielen Dank. Ja, meine Lieben, ich denke mal, das war wirklich galaktisch, sage ich mal. Dein Wissen ist wirklich unbezahlbar. Und ja, ich habe nur ganz kurz, wie bereits am Anfang erwähnt, möchte nur ganz kurz noch mal ein paar Wörter verlieren. Natürlich, vielleicht sind jetzt viele unter Ihnen, die vielleicht wirklich Kunden sind, vielleicht komplett neu sind und total begeistert sind und sich vielleicht jetzt fragen, okay, wo bekomme ich das Produkt, wo kriege ich das, wo kann ich das bestellen? Und da ganz kurz von meiner Seite, ganz schnell ein paar wichtige Informationen. Ich weiß, dass auch viele zum Beispiel es nicht wissen, dass es zum Beispiel auch spezielle Sets gibt. Ja, ich nenne unser DTX immer wirklich Wunderprodukt. Viele Menschen sagen das Geschenk des Himmels. Und ich glaube, jetzt hat man es wirklich nochmal bestätigt bekommen. So ist es. Und deshalb einmal für alle Menschen natürlich, wenn jetzt wir in diesem Zoom-Raum Kunden sind oder diejenigen, die nachher die Aufnahme auch anhören werden. Klar, ganz natürlich, ganz normaler Weg ist klar, wenn Sie jetzt einfach einen Partner haben, der Sie jetzt hierher eingeladen hat in diesen Zoom, zu diesem Webinar, klar, dürfen Sie dieses DTX-Drink ganz normal als Kunde bei diesem Partner direkt bestellen oder über seinen Online-Shop. Also ganz, ganz wichtig, bitte sich immer an die Person wenden, die Ihnen diese tolle Chance gegeben hat und diese Möglichkeit, dieses Produkt kennenzulernen. So, für alle anderen natürlich, die jetzt sagen, Mensch, wie komme ich günstiger an das Produkt ran? Und vor allem auch direkter, schneller, dann möchte ich ganz kurz hier einmal sagen, dass Fairware eine mega, mega Sponsoraktion ins Leben gerufen hat, auch natürlich schnell reagiert hat in diesen Corona-Zeiten. Und deshalb, wenn Sie Interesse haben, sich direkt über Fairway oder bei Fairway zu registrieren, als Partner das Produkt zu beziehen zum günstigeren Preis. Oder Sie haben Interesse, vielleicht einfach das Produkt zu vertreiben, auch selber damit Organisationen aufzubauen und vielen, vielen Menschen da draußen zu helfen, dann bitte wenden Sie sich an die Person, die Sie auch eben wieder eingeladen hat, weil Sie können mit 10 Euro wirklich Partner werden. Wie lange die Aktion gilt, weiß ich nicht, mit Sicherheit nicht allzu lange. Deshalb greifen Sie zu, nutzen Sie die Chance, werden Sie Partner mit gerade mal 10 Euro und Sie haben den Zugang in die ganze Fairway-Welt und vor allem den Zugang zu den Fairway-Shop, zu den Partnershops. Und da haben viele noch nicht mal gewusst, dass man DTX auch im Set bestellen kann. Und das kann ich nur empfehlen. Und zwar gibt es zweierlei, fangen wir mit diesem 5er-Set an, dass es für die Partner am günstigsten ist. Und vielleicht haben Sie ja vorher gut zugehört und Herr Alexander Schmidt hat diese 120 Tage erwähnt. Warum? Ne, hat er gesagt, weil einfach so lange das Blut einen braucht, bis sich das komplett erneuert. Und darauf hat auch Fairway reagiert und genau deshalb die 120 Tage, das heißt 4 bis 5 Flaschen benötigen Sie mindestens, um überhaupt sich selber zu helfen, geschweige denn der ganzen Familie. Und deshalb ja, gibt es dieses 5er-Set und da haben Sie wirklich, wirklich den günstigeren Preis als einzeln. Das heißt, Sie haben 5% Nachlass
Und noch besser und noch günstiger ist natürlich diese 10 plus 1, sprich Sie bestellen 10, bekommen einen DTX gratis. Und da denke ich mal, da brauchen Sie wirklich, wenn Sie eine Familie haben, Mann, Frau, Kinder, dann würde ich Ihnen natürlich das 10er empfehlen. Und vor allem natürlich, bitte bedenken Sie weiter, nicht nur an sich, sondern jetzt in dieser Zeit, kein Mensch weiß, wie lange dauert das Ganze, wie lange geht diese Corona-Krise weiter, wie schnell sich der Virus noch verbreiten wird und. Also einfach nur keine Angst oder Panikmacherei, sondern nur ein Appell an Sie, decken Sie sich einmal ein bisschen mehr ein. Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, selbst mir ist es passiert, dass ich plötzlich da stand und nichts da hatte und jemand dringend DTX gebraucht hat und habe mir wirklich meine Partner angerufen und habe mir eins geschworen, das wird mir nie wieder passieren. Dann haben die Partner, glaube ich, auch erleben dürfen, erst vor ein paar Wochen, war schön ausverkauft, ich habe einen Schock bekommen, Hilfe. Und das war also meine größte Angst, weil natürlich viele jetzt zugreifen werden. Und deshalb warten Sie nicht, bis das Lager leer ist und wirklich decken Sie es ein, dann haben Sie es zu Hause und dann können Sie es schneller verkaufen und schneller den Menschen da draußen helfen. Deshalb wollte ich das nochmal kurz erwähnen, weil aus Erfahrung habe ich gemerkt, viele kennen die Sets gar nicht, weil sie nicht auf der ersten Seite im Shop auftauchen, sondern eben auf der zweiten. Und deshalb hier nochmal von mir kurz der Hinweis, damit Sie wirklich auch eingedeckt sind und damit Ihnen nichts passieren kann. Genau, das war mal also von meiner Seite. Kurz zum Bestellprozess, wenn da noch Fragen sind, natürlich auch gerne in den Chat. Ich würde jetzt sagen, Alex, du hast ein bisschen Zeit. Wir können ein bisschen. Das heißt, jetzt seid ihr gefragt, bitte nicht Angst haben, bitte traut euch, fragt. Natürlich, wie Herr Schmidt auch schon gesagt hat, bitte keine Basics, sondern wirklich, wenn es echt so tiefengreifende Fragen sind, dann natürlich her damit. Ich scroll mal. Du liest auch wahrscheinlich mit. Ich denke mal, du siehst die Fragen, Alex. Du siehst ja auch, ne? Ja, da kommt schon mal eine von einer Cornelia Brechtner. Das ist eine der ersten. Hallo, Herr Schmidt. Ich habe einen Sohn, der wird im Juli 6 und war bis vor einem Jahr unglaublich infektanfällig. Ab dem 4. Lebensmonat ziemlich happiger Verlauf. Mittelohr, Scharlach, x-mal RSV, dreimal Lungenentzündung, oh mein Gott, Bronchitis und Husten, oft von Oktober bis April, waren bereits zweimal 6 Wochen auf Reha, macht ganz viel mit alternativer Medizin und Heilpraktikerin Wenzenbach, würde ihm gerne die DTX geben. Welche Dosierung würden Sie empfehlen? Ich bin die Cousine von Herrn Lai und wäre sehr dankbar, wenn Sie mir helfen könnten. Ja, also, jetzt gibt es eine juristische Antwort und dann gibt es eine Erfahrungsantwort. Also juristisch unter 18 nicht erlaubt in Deutschland. Punkt. Aber wir haben so viele Erfahrungen von Eltern bekommen, die es einfach ausprobiert haben. Da wo wir auch keinen Einfluss drauf haben, nutzen es die Eltern für die Kids oder nicht. Und die Dosierung ist eigentlich für die Kinder das halbe Körpergewicht. Also 30 Kilo, 15 ml. Bis maximal die 30 ml, wie ein Erwachsener hat. Also ein Kind mit 10 Kilo nimmt 5 Milliliter. Ein Kind mit 20 Kilo nimmt 10. Und einmal am Tag auch nüchtern. Okay. Danke. Kann die DTX-Drink auch von Schwangeren oder Herzkranken genommen werden? Schwangere und stillende Mütter nicht, also Schwangere und stillende Mütter nicht, weil einfach während der Schwangerschaft die Verbindung mit der Nabelschnur, mit dem Kind, einfach wir mobilisieren Toxine und das wollen wir nicht ausreizen, also wollen wir nicht, während der Schwangerschaft nicht. Herz, müsst ihr mehr wissen? Grundsätzlich ja, die Menschen müssen aber auch nebenbei eine genügende Menge an Wasser zuführen. Ich würde jetzt am Anfang, also ihr müsst grundsätzlich wissen, wie viel trinkt der Mensch pro Tag. Dann müssen wir langsam nach und nach, damit er nämlich keine Ödeme bildet, müssen wir nach und nach erstmal die Trinkmenge steigern, bevor wir ihm dann mit Salz, mit einem unraffinierten Salz, das jede einzelne Zelle braucht, stabilisiert. Wenn jemand, der zu wenig trinkt und mit DTX-Drink beginnt, kann es sein, dass die Menschen einlagern.
Weil, wie ich auch in dem Seminar, wo wir gehabt haben mit Wasser und Salz, haben wir ja gesagt, wenn die Zellen dicht sind, der Körper möchte den wichtigsten Organen, Gehirn, Herz-Kreislauf, Nieren, Leber, die werden immer mit dem Wasser, das wo im Körper noch zur Verfügung ist, versorgt. Und alle anderen Systeme werden, ja, dort, wo noch Wasser ist, wird Wasser mobilisiert und den wichtigsten Organen zugeführt. So. Und wenn jetzt auf einmal Salz kommt, gutes Salz kommt, kann sein, dass der Körper erstmal durch das Salz Wasser bindet und Schwellungen erzeugt, um für die Notsituation Wasser zum Einfiltrieren in die Zellen zu haben. Das heißt, wir müssen zuerst die Trinkmenge steigern, bei Herz und Niere peu à peu langsam, dass die Menschen erst einmal eine Grundbasis an Flüssigkeit haben und dann können wir mit DTX Trink stabilisieren. Super, danke schön. So, was kommt noch? Danke für den tollen Vortrag. Wenn jemand gerade in einer Strahlentherapie plus Immuntherapie ist, kann man DTX dann verwenden oder ist das kontraproduktiv? Sehr schwieriges Thema. Haben wir mittlerweile natürlich auch Erfahrungen, einfach auch von Leuten, die es einfach gemacht haben. Also klare Empfehlung ist an Tagen der Therapie und vielleicht am Tag davor und danach DTX-Drink reduzieren oder nicht nehmen und dann vorher und nachher natürlich erlaubt. Herzlichen Dank für den Vortrag. Super, Alex. Vielen Dank. Danke. Wie ist es, wenn man nur eine Niere hat? Dann auch zwei, dreimal täglich die Ticks? Ich habe es ja gerade gesagt, also bei Nieren müssen wir immer erst schauen, dass wir genügend trinken. Und wenn wir jetzt, die müssen auch messen, wie viel sie am Tag Wasser lassen. Weil wenn die jetzt, keine Ahnung, einen Liter trinken, sie pieseln aber bloß 200, dann heißt es, die lagern ein. Und das ist gefährlich. Dann würde jetzt DTX Drink, es wird noch mehr Wasser binden. Also das ist. Die Basis ist langsam Flüssigkeit steigern und dann stabilisieren. Eventuell die Menge an DTX langsam peu à peu steigern. Aber die erste ein, zwei Wochen müssen die Leute einfach die Wassermenge hochfahren und dann DTX einschleichen. Und wir haben ja jetzt vor kurzem erst den Bericht gehabt mit der Niere, den wo ich auf Facebook gepostet habe. Und das ist. Wir sehen, es funktioniert auch bei Leuten, die wo Nierenprobleme haben. Aber wie gesagt, es gibt bestimmte Faktoren, die wo zuvor wie die Trinkmenge eingehalten werden müssen. Und auch die Urinmenge muss dann passen. Also das muss eins zu eins gehen. Weil sonst kriegen wir wieder Ärger mit den Ärzten, weil dann arbeitet man nicht sauber. Okay, danke. Kann man den DTX-Drink auch mit Apfelschorle, Kräutertee etc. nehmen, wenn es für jemand pur nicht machbar ist? Ich sehe schon an deiner Reaktion. Nein, weil das einfach sofort die Struktur kaputt macht und keine Wirkung da ist. Also wenn dann in 100 Milliliter Wasser, meiner Meinung nach noch ekeliger anfangs, weil einfach noch mehr Menge, also einfach den Shot rein, Ende. Okay. Dann, wie kann DTX bei einem aktuellen Lungenkrebs- und Wirbelkrebsbefall wirken? Florian Beil. Was soll ich jetzt da sagen? Ich würde sagen, einfach schauen Sie einfach auf unserer Fairway DTX-Seite nach. Das, nutzen Sie das auch wirklich für Werbezwecke, wenn Sie einfach auch, Kunden haben. Die sollen dort drin einfach mal scrollen. Dort haben wir Berichte drinnen, die wo man teilweise ja sowieso nicht glauben kann. Schauen Sie nach, informieren Sie sich doch. Wenn wir jetzt das, wir können ja auch nur, wir dürfen ja nur von Erfahrungen reden. Ja, und ansonsten haben wir ja wieder Probleme mit anderen Institutionen. Also bitte schaut, scrollt einfach auf unserer Fairway DTX-Seite. Dort gibt es, glaube ich, mittlerweile zig Berichte auch vielleicht zu diesem Thema. Und ja, das wäre mir lieber. Ja.
Ich denke mal, das haben die jetzt auch verstanden. Ja, aber es gibt tatsächlich viele Erfahrungsberichte auch bei mir im Team, ne, zum Thema Krebs allgemein. Kann nach einer Antibiotikatherapie ein Ausleitungsprozess mit DTX durchgeführt werden? Ich glaube, eigentlich schon währenddessen. Also parallel sozusagen, richtig? So, wie sieht das mit künstlicher Herzklappe aus? Also habe ich jetzt bis jetzt keine Erfahrung, aber sehe ich erstmal kein Problem drin. Okay. Interessentin hat ein unerklärlich hohes Kalium. Sie ist bereits an der Schilddrüse operiert worden, reicht einmal täglich 30 Milliliter. Würde ich vielleicht sogar langsam einschleichen. Und die muss halt auch immer wieder, vielleicht im Viertelhalbjahr Abständen einfach die Werte checken. Okay. Einfach auch, was mit DTX passiert, damit, dass man irgendwo vielleicht, wenn es auch noch Medikamente einnimmt, einfach den Bedarf anpasst. Wenn es sich verändert. Gut, danke. Wie sieht es aus bei Rhizarthrose? Bei allen Arthrosen, bei Arthrosen oder Gelenkverschleiß, müssen wir durch Wasser und Salz die Säuren aus der tiefsten Knorpelschicht, wenn noch was da ist, rausholen und durch DTX, Wasser und Salz einfach auch die Knorpelzellen, die noch da sind, einfach mit Wasser fluten und dann haben wir, denke ich, eine gute Möglichkeit. Okay, super, danke. Und jetzt glaube ich noch zwei Fragen. Haben wir es, glaube ich, für die Nase zu spülen, besser das DTX Drink oder Skin? Drink oder Skin verdünnt, weil es einfach höher konzentriert ist. Okay. Dann eins, zwei kam noch. Welche Dosierung ist bei MS zu empfehlen? Bei Liki? Also ich würde immer mit unserer Standarddosierung beginnen. 30 ml. Schauen, wie es sich entwickelt auf die ersten Wochen und gegebenenfalls eventuell einfach zur nächtlichen Regeneration abends noch einmal. Ist aber, wie gesagt, das ist nur, das mache ich abends, um einfach einen Körper, da wo man nachts 8 Stunden oder 6 Stunden schlafen, einfach nochmal ein bisschen Zeit oder Möglichkeit zur Regeneration zu geben. Ja, mache ich auch. Und jetzt sowieso. kann man direkt nach dem DTX-Drink gleich direkt den Aloe Vera Cannabis Drink einnehmen? 15 Minuten Stopp. Wie bei euch. Also wenn das, ich denke, ich bin jetzt kein Aloe Vera Vollprofi, aber ich denke, den kann man zum Frühstück nehmen, oder? Genau, da kann ich vielleicht also, was dazu sagen, genau. Richtig, richtig. Da bin ich mir nicht sicher, aber zu DTX Drink muss wie bei Medikamenten oder zum Frühstück 15 bis 20 Minuten Stopp sein. Ja, und das muss ja auch vor dem Frühstück auch eingenommen werden. Ja. Das heißt, zuerst DTX, dann warten, dann Aloe, dann auch ein bisschen warten und dann kann man eben frühstücken. Okay. Ich nehme Jodid 200. Die Schilddrüsenerkrankung kann ich DTX ohne Bedenken einnehmen? Ich denke, wir haben mittlerweile sehr viele positive Feedbacks auch bei Schilddrüsenbelastungen. Und ja, immer, ich würde es einfach klar mit dem Arzt absprechen. Wir nehmen das und da geht es auch darum, einfach die Werte zu checken und ja, offen sein. Und einfach von mir aus den Arzt da ein bisschen aufklären, was das Ding ist, dass da einfach, die haben oft bei den Themen keine Ahnung und haben dann einfach Angst, bei allem, was sie nicht kennen, grundsätzlich erst einmal eine Ablehnungshaltung. Ja, wenn man mit denen ein bisschen redet und wenn man ihnen vielleicht auch ein paar Berichte zeigt, dann denke ich, kann man die sehr gut auf die Seite holen. Wenn dann natürlich dann auf Dauer die Werte auch noch stabiler werden, haben wir es sowieso auf unserer Seite. Okay. Ja, dann noch eine kleine Anmerkung von mir. Vielleicht alle, die neu sind, die vielleicht aber auf Facebook zu vertreten, zu finden sind, bitte, bitte schaut euch die Fairway.de-Seite ne, an oder Alexander Schmidt, deine eigene. Ich glaube, das ist so ziemlich parallel läuft das immer. Wir schieben uns, wer zuerst bekommt, postet. Also ganz, ganz toll. Ich mache natürlich auch dann Screenshots und tue es natürlich in die Gruppe. Ich denke mal auch Simeon und alle. Wenn ihr positive Berichte habt, bitte entweder ihr schickt es uns zu und wir posten oder per E-Mail, per Messenger, wie ihr wollt. Aber gebt es uns, weil dann können wir einfach die Datenbank einfach noch weiter aufbauen.
Ja, das ist auch ein Appell immer von mir, genau. Ich kann nur euch wirklich dazu appellieren, bitte, bitte, bitte. Also ich habe heute auch einen tollen Bericht oder eine tolle Erfahrung hier mitbekommen und die Dame hoffentlich gibt uns frei, weil da hat sie, glaube ich, auch wieder einen Hautkrebs besiegt und zwar bestätigt. Also mega. Deshalb bitte, bitte. Ja, alles zu uns. Egal wohin, Hauptsache zu uns. Ja. Genau, zu dir, zu mir, zu den anderen Führungskräften, genau. Hier kam noch etwas von einem Frank Lähm, DTX, MMS. Na, Chlordioxid hat beides seine Berechtigung, haben beides komplett unterschiedlich. Ich bin jetzt bei beiden nicht abgeneigt, wobei ich einfach von der sanften Einwirkung einfach bei DTX bin. Okay. Aber es hat beides, ja. Beides hat in Deutschland seine Gegner, beides hat sehr gute Wirkungen und ja. Okay. Dann hilft der DX bei Morbus Bechterew. Oh mein Gott, das. Das ist sowieso auch schwierig. Bechterew ist ja auch ein Art autoimmuner Prozess. Mhm. Und ja, also würde ich probieren, ja. Okay. Ja, da kommt auch schon eine Antwort von einer. Ah ja, Mandy, ich glaube, ist auch eine vom Fach nach einem Becken. Was? Becken-OP? Hat sich jemand mit einem Krankenhauskeim infiziert? Es wurde bereits eine Antibiotikatherapie durchgeführt. Kann man die Dick zusetzen? Sofort nehmen. Sofort. 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 So, perfekt. Und eventuell, je nachdem, wie die Narbe ist, hinsprühen. Hinsprühen, ja, von außen. Okay, dankeschön. Ja, ich glaube, das meiste haben wir jetzt. Ja, ich denke mal, ja. Und wenn was sein sollte, ich meine, wir sind ja alle da. Ich meine, du bist ja sowieso fleißig, trotz allem, dass du so viel zu tun hast. Also da möchte ich auch nochmal appellieren an alle. Bitte, bitte, wenn was Wichtiges ist, dann belästigt unseren Herrn Schmidt, aber nicht mit irgendwelchen Basics. Dann kommt lieber auf die Führungskräfte zu, weil sonst, glaube ich, wird es ja auch überhand nehmen. Und irgendwann sagst du dir einfach mal, hast du keine Lust mehr. Gibt uns einmal ein paar Minuten Zeit, weil oft kommen schon nach ein paar Minuten die Fragezeichen. Also ab und zu muss ich auch ein paar Patienten behandeln. Also es kann schon sein, dass einmal, wenn ich arbeite oft dann wirklich 5-6 Stunden am Block durch und mache dann Mittag und dann geht es wieder so weiter. Also und dann kann schon sein, dass ich erstmal anderen Tag morgens anwarte. Also und dann geht es natürlich der Reihe nach. Und wie gesagt, sollte ich einmal wirklich eine Frage übersehen, schreibt sie es nochmal. Es kommen wirklich viele und da kann schon mal passieren, dass man ein, zwei verpasst. Mega, also wie gesagt, dein Einsatz ist absolut unbezahlbar, wirklich. Ich hoffe sehr, dass ihr alle hier drin, ihr könnt euch nur glücklich schätzen. Ich sag mal einmal das Produkt, danke, danke nochmal an dich, also an den Hersteller, an Fairway, dass wir das überhaupt haben dürfen. Ich meine, das ist ja der Wahnsinn, nachdem was man heute das gehört hat. Fast das alles so kann und was es ja auch vorher schon konnte, da stehen andere Schlange und suchen und wir haben das und deshalb nutzt es, verbreitet das Ganze. Natürlich eben bleibt gesund, natürlich auch schöne Ostern bei aller Pandemie und Epidemie und Chaos. Darf man natürlich nicht vergessen, dass auch noch Ostern vor der Tür steht und natürlich trotz allem genießt es, das Wetter passt ja und klar, Dankeschön für die Zeit, dass ihr euch hier einfach mal hier genommen habt. Danke, lieber Alex, an dich. Danke, 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 danke. Kann man nicht genug sagen. Und ja, macht das Beste draus. Ich wünsche euch auch alle eine schöne Zeit. Bleibt gesund, frohe Ostern. Und ich denke, wir sehen uns irgendwann wieder. Ja, hoffentlich live. Demnächst irgendwann mal auf einem der nächsten Seminaren von dir. Also, meine Lieben, vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, alles Liebe, schönen Abend. Bis bald. Dankeschön. Vielen Dank. Ja.